Die meisten Haustiere sind große Fans von Routine. Sie mögen es, jeden Tag zur gleichen Zeit gefüttert und bespielt zu werden. Abweichungen von ihrer Routine können Stress verursachen. Daher kann die Aufrechterhaltung dieser Routine gut für ihre Gesundheit sein. Abgesehen von den üblichen Notwendigkeiten wie Gassigehen und Essenszeiten gibt es eine Reihe anderer Dinge, die du als Hundehalter in den Tagesablauf mit einbeziehen solltest, um die Gesundheit und das Glück deines Vierbeiners zu maximieren. Wenn du die folgenden 7 Dinge zu einem notwendigen Bestandteil der Routine machst, erhält dein Hund das bestmögliche Leben. Als erstes, Spaziergänge. Natürlich ist es eines der wichtigsten Dinge, die du jeden Tag für deinen Hund tun solltest, mit ihm spazieren zu gehen. Spaziergänge sind für die körperliche und geistige Stimulation von Hunden von entscheidender Bedeutung. Ausreichend Bewegung gibt deinem Hund genug Zeit, sich zu erleichtern und die mentale Bereicherung durch die Erkundung der Nachbarschaft zu genießen. Nummer 2. Zahnpflege. Ein Aspekt der täglichen Pflege, den allzu viele Hundeeltern vernachlässigen, ist die Mundhygiene. Die Zähne von Hunden sollten täglich gepflegt werden, um sie vor Erkrankungen wie Parodontitis zu schützen. Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, die Zähne deines Hundes zu putzen, dann versuche es jeden Tag durchzuführen. Wenn dein Hund das Zähneputzen nicht gut findet, dann probiere es mit Kauspielzeug oder Leckerlis, die Zahngesundheit verbessern. Nummer 3. Training. Hunde sind in der Lage, neue coole Tricks zu lernen. Aber um dies zu erreichen, ist ein tägliches Training notwendig. Mache das Training zu einem Teil des Tagesablaufs, indem du 10 Minuten pro Tag an einem neuen Befehl oder Trick arbeitest. Kurze Trainingseinheiten helfen deinem Hund dabei, Befehle schneller zu erlernen und sich länger an sie zu erinnern. Nummer 4. Fellpflege. Wenn Hundehaare dein Zuhause überdecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du deinen Hund nicht genug pflegst. Das Einbeziehen der Pflege in den Alltag deines Haustieres bewirkt eine Reihe von Dingen. Erstens wird sichergestellt, dass Fell und Haut deines Hundes gesund, sauber und nicht verfilzt sind. Zweitens wird automatisch die Bindungszeit für dich und deinen Hund verlängert. Wenn du nur ein paar Minuten damit verbringst, deinen Hund zu bürsten, kannst du die Bindung stärken und dein Zuhause sauberer halten. Nutze diese Zeit auch, um die Krallen deines Hundes zu überprüfen und sie einmal pro Woche oder nach Bedarf zu kürzen. Nummer 5. Körperliche Untersuchung. Hunde können uns nicht deutlich sagen, dass etwas nicht stimmt. Es liegt also an uns als Tierhalter, dies herauszufinden. Der einfachste Weg, das zu tun, besteht darin, eine schnelle und einfache körperliche Untersuchung durchzuführen. Untersuche deinen Hund auf Wunden, Verletzungen oder Infektionen und überprüfe die Pfoten auf Trockenheit oder Risse. Wenn du das einmal am Tag tust, kannst du Probleme mitunter sofort erkennen. Nummer 6. Wassernapf. Wusstest du, dass die Futter- und Wassernäpfe deines Hundes Brutstätten für Bakterien sein können? Diese können deinen Hund sehr krank machen. Das Auswechseln und Waschen der Näpfe solltest du daher in deinen Tagesablauf mit einbeziehen. Damit minderst du das Bakterienwachstum und sorgst dafür, dass dein Hund gesund bleibt. Und Nummer 7. Spielzeit. Neben der Pflege der Gesundheit durch Bewegung, Zahnpflege und körperliche Untersuchungen solltest du auch den Geist deines Hundes mit einer regelmäßig eingeplanten Spielzeit pflegen. Nehme dir mindestens 20 Minuten Zeit, um mit deinem Hund tolle Spiele auszuprobieren. Wenn du diese jeden Tag einplanst, dann bleibt dein Hund körperlich und geistig aktiv. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.